Hallo und herzlich willkommen bei Cats and Goat. Ich bin namens Selim Şimşek und wir haben heute mehrere Themen, die ich ansprechen werde. Aber unsere Überschrift hat ja heute die Bombenmitteilung schon mitgeteilt. Und zwar geht es darum, dass das Kitten von Saskia leider die Katzenseuche hat. Die hat alle tödlichen Krankheiten positiv. Ich war heute mit ihr beim Tierarzt und das hat mir halt ein bisschen Sorgen gemacht gehabt mit ihrem Durchfall. Ich bin da mal sehr vorsichtig, wenn Kitten Durchfall haben. Und der Tierarzt hat dann einen Schnelltest gemacht und haben gleich alle tödlichen Krankheiten bei ihr positiv gezeigt, sowohl die Katzenseuche, sowohl das Katzencorona als auch das Giardia. Also die hat auch Giardien, deswegen hat sie auch so eine Flüssigkeit, wenn sie Kacka gemacht hat. Ja, und sie war im Allgemeinen sehr struppelig, sie war sehr dünn. Ich habe auch dem Tierarzt gesagt, wenn sie jetzt so ansteckende Krankheiten haben sollte, dann soll sie bitte bei ihm bleiben zur Behandlung, denn sie bekommt ja sowohl in der Früh als auch am Abend dann Medizin. Und sie kann auch selber nicht fressen, die soll auch bitte zugefüttert werden. Ich habe sie dort 3 bis 4 Mal am Tag zugefüttert. Und wir können auch froh sein, dass sie noch lebt, weil ich hatte sie ja vor einigen Tagen die Xylis-Impfung machen lassen. Also die hat eine bekommen, dann hat sie ein paar Tage später noch eine bekommen. Und das ist der Grund, warum sie heute überhaupt noch lebt. Denn das ist schon ein ganz, ganz schwaches Kitten und es ist nicht so groß und kräftig wie das andere. Und daher muss man halt jetzt auch aufpassen, nicht, dass sie auch andere ansteckt, weil sie alle ansteckenden Krankheiten positiv hat. Deswegen bleibt sie jetzt erstmal beim Tierarzt und das hat mich ja natürlich auch heute den ganzen Tag gestresst und auch beschäftigt, denn man wollte ja natürlich hier den Kitten ein tolles Leben geben, man wollte sich hier aufnehmen mit ihrer Mama, man wollte, dass sie halt hier glücklich sind, dass sie hier alt werden. Und ein gelbes Kitten ist ja gleich in den ersten Tagen schon von ihr gestorben und jetzt hier, das Kitten ist ja auch nicht mal das Jüngste und hat jetzt hier alle tödlichen Krankheiten positiv. Also da kann man wirklich nur die Daumen drücken, dass es wirklich wieder gesund wird. Also es wird jetzt so viel, es wird jetzt so voll mit Vitaminen, mit Antibiotika und mit dem Felicerin Plus aus Deutschland behandelt. Das Felicerin Plus ist ja gegen die Katzenseuche die Medizin und sie hat ja auch, sie ist schon ganz schön dünn und klein, aber ich hoffe mal, dass das Felicerin Plus bei ihr auch so schnell wie möglich wirkt, denn es ist das einzige Mittel, was ihr jetzt noch das Leben retten kann. Und wie gesagt, das gibt es hier bei uns nicht, das habt ihr aus Deutschland den Katzen mitgebracht und sobald dort eine Katze in Not sein sollte, ist es unwichtig, ob es eine Katze von mir ist oder eine andere Katze, wenn man da weiß, Katze das Leben retten und man hat das Mittel da, dann stellt man das auch natürlich gerne immer zur Verfügung, denn wenn man hier das Mittel halt hat und warum soll dann eine andere Katze sterben, wenn man das Gegenmittel dagegen hat, wie gesagt. Ne? Ja, und dann hoffen wir auch, wie gesagt, dass es bei ihr wirkt. Auf jeden Fall ist sie jetzt beim Tierarzt und ich habe auch schon hier ein bisschen beobachtet gehabt, ob sie vielleicht schon jemanden angesteckt hat, denn das kann sich ja durch Futternäpfe, durch WC oder durch Schlafplätze alles übertragen, die Katzenseuche. Und ich habe schon gesehen, dass der eine Kranke mit den, also der eine nicht Kranke, der eine Getigerte mit den kranken Augen, der im Live-Video kam, der hat auch schon Durchfall. Das werde ich auch gleich morgen kontrollieren lassen, denn wie gesagt, es kann sein, dass sie andere Katzen angesteckt hat. Und wenn sie die angesteckt haben, die kleineren haben halt keine Impfung. Die Afrikaner haben 2 Impfungen, der eine mit den gebrochenen Pfoten hat eine Impfung, die Sunny hat eine Impfung, der Sandro hat noch keine Impfung und daher muss man halt aufpassen und das verfolgen, dass dort mit keiner Katze dort etwas halt sich angesteckt hat. Ne? Und der eine mit den kranken Augen hat auch ein bisschen Durchfall und das werde ich vielleicht morgen auch nochmal vom Tierarzt kontrollieren lassen. Also ich werde ihn morgen gleich mit zum Tierarzt nehmen, wenn ich dahin fahre und ich werde dann noch, wie gesagt, die anderen auch noch verfolgen. Ne? Ja, und die Sylvia hat ihr Durchfall komplett überstanden. Sie ist jetzt auch wieder hier zu Hause. Sie war vorhin hier, hat sehr viel gefressen. Das hat ja bei ihr schneller geheilt, der Durchfall, als ich gedacht habe. Das Kitten von Zongül, das Gelbe, das soll noch 2 Tage vom Tierarzt verfolgt werden, ob es da noch Durchfall hat oder nicht. Und der Evren ist ja wirklich ein riesengroßer Sorgenkater und der hat auch immer noch Durchfall, der bleibt auch beim Tierarzt.
Aber die anderen beiden mit den kranken Augen aus Kisselage vom Nena Hotel, die habe ich heute nach Hause geholt. Die sind auch wieder gesund und die hätten heute normalerweise auch nicht mehr gelebt gehabt. Die hätten keine Augen mehr gehabt und die wären halt sicherlich an dem Katzenschnupfen, was sie hatten, gestorben. Und jetzt geht es ihnen wieder gut und ich habe sie hier oben auf dem Balkon in dem einen Ankommenskäfig, sag ich mal so, ist ja kein Quarantänekäfig, der komplette Raum ist ja für die Quarantäne oben, der Balkon, die sind halt jetzt im Käfig und das schauen wir uns dann gleich alles an, ne? Ja, und das ist ansonsten alles hier in Ordnung, wir können uns das jetzt alles anschauen, was hier alles passiert ist. Ich hatte heute, wie gesagt, in der Früh gleich einen ganz, 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 ganz stressigen Tag wegen den Katzen. Ach ja, und den Pelle habe ich heute auch mit zum Tierarzt genommen, weil der auch so dünn geworden ist. Der Pelle, das hat mir Sorgen gemacht, weil der so dünn geworden ist. Und ich habe ihn dann kontrollieren lassen vom Tierarzt und der Tierarzt meinte, dass der kein Rückfall vom FIP hat, sondern dass der etwas mit dem Mund hat, der hat Zahnschmerzen, der tun die Zähne weh. Deswegen hat er auch beim Essen so immer so, wo der was gefressen hat, immer so ein bisschen gezickt gehabt, weil er halt Schmerzen hat. Beim Tierarzt, der wird jetzt kastriert, ihm werden die Zähne gezogen und ihm wird auch gleichzeitig gechippt. Und dann kann er hier natürlich weiterleben und der Pelle ist ja auch ein riesengroßes Sorgenkind, wie sein Bruder der Poldi oder auch mit dem Pirat. Der Pirat hat jetzt schon länger nichts mehr, aber das war auch ein riesengroßes Sorgenkind und jetzt ist er auch wieder gesund, ne? Ja, dann werde ich den Pelle morgen früh erst überholen, weil der Pelle soll einen Tag, nachdem er die Zähne gezogen hat, nochmal vom Tierarzt kontrolliert werden und ich hätte ihn hier wahrscheinlich nicht wiederbekommen, wenn der dann hier frei wäre, daher habe ich den halt direkt gleich beim Tierarzt gelassen. Ne? So, ich kann einmal die Kamera drehen. Loslegen. Hier sieht man den Emino. Der ist hier. Na, Emino? Alles gut bei dir? Also ich verstehe auch nicht, was hier mit dem Mikrofon ist. Ich habe neues Kabel gekauft. Ich habe alles neu. Ich weiß nicht, was hier los ist. Da sieht man Emino, den Pirat oder den Thomas. Da sieht man den Prinz. Na Katja, traust du dich wieder rein? Schön, dass du da bist, Katja. Herzlich willkommen, Katja. Zeig mal dein Ohr, ich muss mal was schauen, was du hier für eine Stelle hattest. Ich überlege gerade, ob sie auch vielleicht hier Pilz bekommen hat. Ich habe sie jetzt seit Tagen nicht gesehen. Ja, das ist nichts Schlimmes, das soll ich aber im Auge behalten. Der Prinz hat auch so eine Stelle am Ohr. Komm mal her, lass mich das mal anschauen. Beim Prinz sieht das irgendwie aus wie Pilz. Ich mach mal da Creme rauf. Warte, Prinz. Wenn wir schon dabei sind. Jetzt können wir dann auch machen und schauen uns das morgen früh wieder an.
wie das ausschaut. Von nachher. Sollte das Pilz sein, dann wird die Creme auch gleich in den ersten 1-2 Tagen wirken. Katja, was glaubst du, die Kamera? Du hattest fast die Kamera umgeschmissen. Das gibt's doch gar nicht, Katja. Du freust dich auch wieder hier zu sein, ne? Man sieht immer noch die große Narbe von ihr. Saskia, was rufst du? Dein Kitten ist beim Tierarzt. Suchst du dein Kitten oder willst du nur flüchten, du Traktorfahrer? Hm? Was ist Saskia? Ach, Elif, dich übersehen wir wirklich hier seit 2 Tagen. Und hier haben wir auch einmal den kleinen süßen Schwarzen. Und sieh mal einer, die kleinen neuen Gartenzwerge an. Die sind ja so klein. Die sind ja richtig klein. Schaut euch mal hier die kleinen an. Das eine ist ein bisschen ängstlicher. Das eine kleine, das von mir aus gesehen, das linke Auge, muss nämlich separiert werden. Und schau mal hier, die kleine süße Maus. Die können froh sein, dass sie heute noch leben. Schaut, die Augen sehen wieder sehr gut aus. Na, Sunny? Schaut mal hier den Vergleich zu Sunny. Die sind wirklich noch sehr, sehr klein. Also ich schätze mal, die sind noch keine 7 Wochen alt. Die beiden kleinen Rabauken. Wollt ihr da gerne raus? Aber bleibt man erstmal da drin, okay? Ja, alles gut. Na, Saskia, haust du ab? Versteckst du dich? Na, Sandro, du fühlst dich ja wohl da, ne? Meine süße Spatz. Das ist Miramare Kitten. Und Tain Po wollte ich auch gerne mal nachschauen. Ob du vielleicht Durchfall hast. Sunny, lass uns doch mal bitte die Katzen zeigen. Der hat definitiv Durchfall. Das ist der mit den kranken Augen. Du kommst gleich sofort in der Früh mit zum Tierarzt und wir lassen dir auch gleich sofort einen Test machen. Vielleicht hast du dich angesteckt von dem Kitten von Saskia. Sowas geht ratzfatz, dass du dich ansteckst. Ja, nichts mehr. Du kommst morgen zum Tierarzt zur Kontrolle, okay? Den Durchfall sollte man nicht unterschätzen. Das machen wir wirklich Sorgen. Und ihr habt keine Impfung, die kleineren. Ja, bei dir sieht alles okay aus. Miramare Kitten. Ja, das ist auch alles hier Kato mit Gastrofutter. Das Nassfutter. Und was ist mit dir? Ja, Saskia, versteck dich nicht. Ich sehe dich. Du brauchst dich nicht zu verstecken da.
Und du bist so ein kleiner süßer Schatz. Ja, wir lassen dich bald raus. Ja, jetzt musst du erst mal warten. Wir haben hier vielleicht... Du darfst nicht auf das Klo der anderen gehen zur Zeit. Ja. Das ist hier das andere Kind von Saskia. Ja, wo wollt ihr hin? Wo willst du hin? Was willst du? Was willst du, du kleiner süßer Schatz? Saskia, hab keine Angst vor mir. Ich tu dir doch nichts. Du warst auch so lieb. Und das sind hier die beiden neuen Katzen vom Club Nena Hotel. Die haben wir natürlich da nicht wieder zurückgebracht. Die kleinen Dünstlinge. Die sind nicht sehr, sehr klein. Das sind gerade zu Hause die kleinsten. Das ist schon was sehr Kleines. Du bist ein Weibchen sogar, du kleiner Schreihals. Willst du Nassfutter haben? Wollt ihr Nassfutter haben? Ihr habt so viel Nassfutter. Ich habe euch ein bisschen Kattowit reingetan. Und ich lege euch mal noch ein bisschen. Die anderen bekommen dann auch später was Neues. Ich tue euch mal erstmal hier von was rein. So. Ja, da rennst du gleich, ne? Ich habe sie doch da reingetan. Schau mal, wie der richtig reinhaut. Ich weiß nicht, ob der überhaupt schon mal Nassfutter hatte. Ja, super, frisst das Gastrofutter. Sag mal, und seine Schwester will mit dahin kommen und der knurrt richtig. Der ist richtig sauer, der will das alleine essen. Er lässt die Schwester oder Bruder, ich weiß nicht, was das ist, lässt er da nicht mit ran. Wirklich froh sein, dass sie Raum haben. Na, lass doch dein Familienmitglied auch mit essen da. Sei doch nicht so stickig zu ihr. Na, mecker doch nicht so. Und die sind wirklich sehr, sehr klein. Die sind kleiner als die Kitten von Saskia. Und jetzt streiten sie. Die haben vorhin schon das Futter bekommen. Pss, 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 pss. Hört auf zu streiten. Ruhe, gib deiner Schwester oder Bruder auch was ab. Vorhin so gut zusammengefressen, ich weiß nicht, was mit ihm jetzt los ist. Aua, das tat weh, wenn du auf mich kletterst, du kleiner Schatz. Na, Kitten von Saskia, keine Sorge, wenn du alles wegfrisst, bekommst du auch noch mal extra was, okay? Keine Sorge. Der schafft so nicht alles wegzufressen, sonst hätte ich da noch einen zweiten Napf hingetan.
Ich weiß, dass da was überbleiben wird. Und wenn nicht, dann kommt da was rein. Wir bekommen gleich noch was, okay? Keine Sorge. Und sowas Leckeres hast du wahrscheinlich noch nie gegessen, ne? Nee, hast du nicht? Psst, psst, psst. Nicht streiten. Und jetzt fängst du an zu buddeln oder was? Ja? Der spricht sogar. Schaut, der andere hat auch sein Nassfutter, seht ihr? Und der geht sich im Klo putzen. Soll ich das machen? So hat ihm das geschmeckt. Das sind die beiden neuen Notfälle vom Nena Hotel. Die zwei Kippen, die heute definitiv beide blind wären und wahrscheinlich auch beide nicht mehr gelebt hätten. Schaut mal, die sind jetzt gesund, denen hat man das Leben gerettet und die sind jetzt hier bei mir. Ja, ich wollte nur gucken, ob du Durchfall hast, und die werden sich auch sicherlich bald schnell an die Umgebung gewöhnen. Ach, und schau mal hier, das kittigette Kitten von Saskia. Das sind ja beide kittigert, sorry. Ich bin heute wirklich ein bisschen müde, ein bisschen nicht fit wie sonst immer. Vielleicht, wenn ich mich ein bisschen verspreche. Ich hatte den ganzen Tag sehr, sehr viel zu tun und es war auch ein sehr, sehr anstrengender Tag. Sollte ich mich versprechen, ich korrigiere das immer. Ja, man hat heute sehr viel zu tun gehabt mit den ganzen Katzen und auch im Laden. Und im Allgemeinen. Und hier sieht man das Kind von Saskia und das Kind vom Live-Video, was Durchfall hat, was morgen vom Tierarzt kontrolliert wird. Und das Miramare-Kitten greift den Schwanz von Sunny an. Und Sunny hat das wieder auch nicht gefasst. Und die Afrikaner sind auch da. Der Sandro ist in meinem Häuschen. Was, Emino? Rufst du mich von da? Der Emino schaut mich an und ruft. Und da sieht man, dass die beide noch mal Nassfut hatten. Zu viel natürlich auch nicht gut. Da reicht das. Die haben auch ihr Kittenfutter da. Wasser. Gemütliches kleine Decke zum Schlafen.
eine Kühlmatte, Katzenklo und viermal so viel Platz wie beim Tierarzt. Na, Kitten von Saskia, bist du da weggegangen? Wir drücken deiner Schwester die Daumen, dass sie das überlebt, okay? Sie wird jetzt ein paar Tage beim Tierarzt bleiben, zur Behandlung. Wir drücken ihr auf jeden Fall die Daumen, okay? Los. Und hier drin natürlich auch. Wir werden gleich empfangen von Pünktchen, von Emino, von Elif. Elif, unsere Robbe, mag es nicht, dass jemand da ist. Unser Schwarzer liegt hier. Den Drachen. Und da sieht man, wie die miteinander spielen. Fistik. Oh, was ist los, Fistik? Was ist im Karton gehangen? Lucifer und zieht euch mal die Beine an. Jetzt weiß ich, wo ihr euch versteckt, wenn ich euch nicht sehe. Arno und Lucifer, ihr klettert also aufs Dach. Ja, Arno, was soll das? Hm? Und Lucifer, wenn ich euch nicht sehe, weiß ich jetzt, wo ihr seid. Ihr versteckt euch da oben also. Ich will euch nicht einsperren, keine Sorge, Arno. Aber die Tür können wir nicht offen lassen, wegen dem Schwarzen mit den kranken Augen und wegen dem Fibrager-Kater. Ja, normalerweise ist das Tor da, ne? Jetzt denkst du, wo ist das Tor hin? Na super. Da kommt ihr wirklich da runter. Wenn jemand aufs Klo geht, ob der etwas hat. Na Emil, Hira, Gelemino, Gelemino. Arno ist schon beim Futter. Und Lucifer, der kleine Rabauke, ist auf dem Dach. Wenn man die manchmal sucht, weiß ich jetzt auch, wo die sind. Mal schauen, wie das von Arno ist, wenn der aufs Klo geht.
sowas, was wenn der Kaka macht. Ja, das sieht okay aus bei ihm. Ja, alles super bei dir, ne? Na, Mini-Pirat. Lucifer, wo bist du hin? Wo bist du hin, du Satellitengucker? Arne, du kannst gleich drinnen bleiben. Sich bitte auf den Dächern zu suchen. Ich mal kurz in die Richtung. Wo ist der Lucifer? Er war eben auf dem Dach. Und er ist sicherlich noch auf dem Dach. Das geht auch gerade hier ein frischer Wind. Das gefällt auch sicherlich den Katzen. Und wie gesagt, das Tor lassen wir nicht zu, um sie da einzusperren. Die Kitten, die nicht auf die Straße dürften, sind ja zurzeit auf dem Balkon. Das ist wegen dem Fibrager Kater und dem Kater mit den kranken Augen. Der kleine Schwarze lässt sie nicht rausgehen. Hier sieht man den Teddy. Und eben war die ganze Zeit das Enkelkind da. Wo ist sie auf einmal hin? Emil, kommt da bitte runter. Emil und Lucifer, seht euch die mal an da oben. Das gibt's doch gar nicht. Lucifer. Seht euch mal Lucifer an, wo der hingeht. Na, Lucifer, wo willst du hin? Ach, hier bist du, Enkelkind, ne? Schön, dich zu sehen. Geht es dir gut, Enkelkind? Schau mal, das ist das Enkelkind. Ja, Lucifer, du musst sehen, wie du da runterkommst. Du brauchst nicht anfangen zu rufen. Du bist selber aufs Dach gegangen. Jetzt brauchst du nicht zu rufen. Okay? Schön schauen, wie du da runterkommst, du Traktorfahrer. Was? Geh wieder in Richtung Haus, du Stück Pommes. Ich glaube echt, das Enkelkind ist gestern nicht wieder nach Hause, es hat nicht wieder nach Hause gefunden. Na, Lucifer, hast du runtergefunden? Ja? Nur
nur zu hören, du kleiner Rabauke. Ja, da sieht man viele unserer Katzen. Wir haben zurzeit einen riesengroßen Notfall. Ich werde natürlich alles dafür tun, dass das Kitten von Saskia überlebt. Es wird dort an nichts gespart. Es wird alles für das Tier gemacht, allein auch wegen der Xylis-Impfungen, was für sie gemacht wurde. Ne? Und beim Tierarzt ist sie gerade. Ich hoffe auch sehr, dass sie überlebt. Es geht hier nicht nur um das Kitten von Saskia. Für die ganzen Tiere wird alles gemacht. Für das einzelne Tier hier, was man hier sieht. Das sind alles Tiere, die heute normalerweise nicht mehr gelebt hätten. Und einige sind schon in die Jahre gekommen. Wie zum Beispiel Starshine. Oder hier zum Beispiel die Bunte. Das sind alles nicht mehr die Jüngsten. Die Katja ist ja auch jetzt, ich meine, die Petra ist auch ein Jahr alt. Und schauen wir, wie die hier toben und glücklich sind. Das sind Pünktchen und Erstgeborener. Das sind zwei Schwestern. Die Mama wurde hochschwanger ausgesetzt bei mir am Laden. Ich habe sie nach Hause geholt und nach ein paar Tagen hat sie dann die Babys bekommen. Und wer schaut dort hin ums Eck? Wer bist du? Bist du Peanut? Peanut, bist du das? Nee, du bist nicht Peanut. Wer bist du? Na, Lucifer hat ihn ja verjagt. Ein Auge. Dann sieht man. Gretel, die rüberschaut wie eine Eule. Gretel, du siehst aus wie eine Eule, weißt du das? Du hast dich auch hier so als Security-Katze eingelebt. Schau mal, kommen die anderen Katzen, läuft die weg. Habt ihr das gesehen? Die ist länger als ihr hier. Ihr braucht sie nicht so zu verjagen. Zongel und ihre Kitten und Teddy und Emil hier. Die war hier, da gab es euch noch gar nicht auf der Welt. Lass sie mal schön in Ruhe. Ein Enkelkind, du schließt dich auch dem Rudel einfach an, ne? Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Katzen haben wir hier gerade bei uns. Die Stefanie hört ja nicht. Die Stefanie kommt immer zum Fressen. Na, Stiefkitten, bist du Nummer 18? Von Zongel, die kommen mir immer hinterher. Seht ihr das? Die sind immer in meiner Nähe. Das sind die, die eigentlich richtig hören. Zongel, du hast deine Kitten sehr gut erzogen. Ohne Spaß. Und
Na, ein Auge. Komm mal schön mit, komm. Und Torti ist heute nicht draußen. Ja, und bald ist es wieder soweit. Dann gehen wir hier spazieren mit den Katzen. Lange dauert das alles nicht mehr. Dann ist es bald wieder soweit. Und da sieht man den Nervensegment Arnor. Leg dich mal schlafen, Arnor. Du hast genug getobt. Ich bin halt beruhigt, wenn du drin bist, weil du bist sehr zahm. Sollte Lucifer rauskommen. Lucifer ist ja nicht zahm. Ihm kann keiner was antun. Na, Freund. Die Katzen fühlen sich auch viel wohler, weil es frisch geworden ist hier bei uns am Abend. Da kommen die jetzt alle doch noch nach. Ja, und somit haben wir auch heute gesehen, dass es den Katzen im Allgemeinen wieder, dass es im Allgemeinen den Katzen gut geht. Die Sylvia ist wieder zu Hause. Die beiden vom Nena Hotel sind jetzt zu Hause. Das Kitten von Saskia ist beim Tierarzt. Evren ist beim Tierarzt. Und das gelbe Kitten von Songül ist beim Tierarzt. Wir haben dieses Jahr wirklich vielen Katzen das Leben gerettet. Wir haben viele Katzen hier aufgenommen. Wir machen auch immer viele Kurzvideos und viele Live-Videos. Eigentlich jeden Tag. Da sieht man hier immer, was aktuell los ist. Das ist schon seit längerer Zeit und man versucht auch immer, das Beste für die Katzen zu tun. Oder mal allgemein für Tiere. Und dann hoffen wir mal, dass auch das Kitten von Saskia das schafft. Die Kitten, die ein paar Tage alt waren oder ein Tag alt waren, die dann leider vor kurzem das nicht geschafft hatten, die man alle 2 Stunden gefüttert hatte. Aber ansonsten ist alles dieses Jahr gut ausgegangen. Was ist los, Erstgeborene? Was hast du? Hast du es gewonnen? Er hat gerade irgendwie was im Hals gehabt, glaube ich. Hast du was Falsches gegessen oder so, Erstgeborener? Hast du einen Käfer gegessen oder was? Was im Hals stecken. Jetzt geht's wieder, ne, Erstgeborener? Jetzt geht's wieder. Sie hat gerade versucht, sich zu übergeben. Aber jetzt geht's wieder. Alles gut. Ja, und dann möchte ich mich heute verabschieden. Ich bin heute wirklich sehr, sehr müde. Ich habe heute den ganzen Tag sehr, sehr viel zu tun gehabt. Ganz, ganz stressigen Tag. Und drückt auch bitte alle die Daumen für die Katzen, die beim Tierarzt sind, dass es ihnen gut geht und dass auch keine, dass es keinem Tier mehr schlecht geht. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend.
Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.